Servus, Grüezi und Hallo. Herzlich willkommen zu einem neuen Vlog hier bei der Phantom Arena. Ja, wir haben neues Equipment und das wollten wir heute mal austesten, aber da die Freitagsparksaison noch nicht angefangen hat, dachten wir, was können wir so Schönes tun und sind im Zoo, beziehungsweise im Tierpark. Ich würde sagen, was für ein Zoo? Bei uns hier in Aachen im Tierpark und ja, hier kreucht es und fleucht es überall und ja, nehmen wir euch jetzt hier mal ein bisschen mit. Zeigen euch ein paar wilde Tiere. Und sonst noch, was hier sonst noch so rum ist. Ja, wie gesagt, wir haben neues Equipment, wir haben eine Kamera, die wollen wir heute mal ein bisschen austesten. Keine Ahnung, ich glaube, ich gucke jetzt auch schon wieder oben in das Display rein. Ja, das habe ich mir auch gerade schon gedacht. Ich war auch gerade oben in dem Display, obwohl ich ja anders. Ja, ist egal, verzeiht uns. Ist egal. Wir üben noch. Wir üben noch. Genau. Ja, Timo ist übrigens auch dabei. Tada! Und was wollte ich noch sagen? Ja, wir haben Futter. Schönes Futter. Was steht da? Bitte nur Enten, Gänse, Schafe und Ziegen füttern. Alle anderen Tiere zu füttern ist streng verboten. Ja? Dann halten wir uns was dran. Ja, wir sind gerade hier bei den Vögeln. Ich bin auch einer von denen. Nein, hier. Da Vögel, ne? Und hier vorne, da laufen schon Pinguine. Kommen wir aber gleich noch hin. Und ja, ansonsten viel Spaß bei diesem Vlog. Guck mal, ist eine Haltestelle. Lustig. Was es alles gibt. Ach ja, übrigens, das wollte ich noch sagen. Richtig. Hier der Zoo bzw. Tierpark in Aachen, der ist auf dem 3. Platz gelandet bei Parkscout. Da wurden Zoos prämiert und die waren jetzt hier auf dem 3. Platz. Also lohnt es sich ja hier schon mal hinzukommen. Ne? Obwohl komischerweise so Zoos wie der Kölner Zoo oder weiß ich nicht, Duisburg und so, die waren gar nicht zur Wahl. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was da abgeht. Ja, vielleicht doch nur Tierparks. Tierparkse. Parkse? Ja, schon ein Zoo, das ist schon ein Zoo. Keine Ahnung. Okay. Mir fällt gleich der Arm ab. Also, bis später. So, die Biene, wir decken mal die Pinguine betrachten. Jetzt hier an dieses kleine, aber feine Gehege. Rüsselin. Nee, ne? Da sind sie. Es riecht aber sehr streng hier. Hast du mal duschen müssen heute Morgen? Sehr fischig. Die essen auch. Fein. Tja. Das ist gut. Das ist der größte, ne? Der größte Pinguin. Guck mal da, da, da. Guck mal da, da, da. Ja, hallo. Du kleine Maus. Nicht der Popo zu mir. Also, die können auch unter Wasser kacken, oder? Ich weiß es nicht. Doch, ich glaube schon, wenn die. Tja, Sophie, so eine Pinguinchen, ne? Hm. Hm? Hm? Ist krank. Deswegen sind wir an der frischen Luft, ne? Genau. Ich habe meinen Schal vergessen. Es ist sehr frisch hier am Hals. Warum machst du denn nicht einfach die Jacke zu? Könnte ich, aber dann kriege ich keine Luft, weil es dann doch sehr eng am Hals wird. So, das ist mir ja, irgendwie... Ja nicht über... Das sieht dämlich aus. Naja. Fein, fein, fein. Sehr fein. So, wir gehen weiter. Ja. Hier ist nächste Fütterung um... Viertel vor vier. Da freuen die beiden Kameraden sich wahrscheinlich auch schon drauf. Ja, dann gucken wir mal, was es hier sonst noch so gibt. Also was wissen wir denn eigentlich, was es hier sonst noch so gibt? Man weiß es gar nicht. Äffchen und Pinguine. Äffchen und Pinguine. Und ich weiß gar nicht. Ich glaube, Zebras und so gibt es auch und Streiche zu. Und ich sehe mich gerade im Display auf dem Kopf. Oder so, ne? Was ist denn da? Was liegt denn da auf der Wiese? Ein Leopard. Keine Ahnung, ja, Leoparden. Gehen wir da halt auch mal gucken.
Ja, also ist jetzt halt heute nicht so spektakulär. Ne? Wir können jetzt keine Achterbahn ziehen und Flat Rides erwarten hier. Aber es ist auch mal schön. Ja, wir können es gleich noch auf die Schaukel setzen, machen wir ein On-Ride oder so. Ja, das wär's. So, wir sind hier gerade im Vogelzirkus. Biene guckt gar nicht. Hallo. Guten Tag. Ja, hier fliegen irgendwie die Vögel rum. Also überall. Irgendwie ist gerade mal einer schon am Ohr vorbeigeflogen. Alle, Wellensittiche, die hier rumfliegen. Frei. Und die Kinder füttern die Viecher, obwohl man es nicht darf. Aber voll lustig. Die einen, die kämmeln sich da, guck mal, die kämmeln sich da. Ich weiß nicht, ob man es sieht. Nee, der Traum ist echt nicht zu bewegen. Die sind ja, laufen hier auf dem Boden rum, dann fliegen sie hier wieder rum. Da vorne, hier. Jetzt habe ich eins an den Füßen. Hier ist eins an den Füßen. Hier ist eins. Guten Tag. Hallo. Könnt ihr auch hier aufnehmen. Aber am Arm wollen sie nicht. Oder auf dem Finger. Das wäre was für meine Mutter, die hat nämlich früher Schiss gehabt vor solchen Viechern. Sehr gut. Magst du jetzt einen kleinen Vogel haben? Nee, die sind mir zu laut. Aber es ist doch sehr beruhigend hier zu stehen, finde ich. Ich glaube, das ist zu laut. 5 Grad wärmer wäre schöner jetzt gerade. Aber es ist echt sehr lustig. Also hier unten. Ja, ich muss echt aufpassen, wo man hintritt, weil hier überall die ganzen Viecher, die ganzen Vögelchen rum. Ich weiß noch, unsere alte Nachbarin, die hatte auch so Vögel. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt sieht. Die hatte auch so Vögel. Und das nervte immer mega. Weil die immer den ganzen Tag hier so Terra machen. Ja. Können wir mal weitergehen? Ja, können wir machen. Wir gehen nochmal weiter. Ich muss echt aufpassen, dass ich da reinspreche und nicht da oben immer reingucke. Das ist irgendwie komisch. Ja.
waren gerade bei den Eseln und bei den Rindern. Ja, ja. Ja, genau, dann haben wir einen Esel schon. Und den Adler, wir haben hinten irgendwo noch einen Adler. Das ist ein riesen Weg. Ich muss ein bisschen weiter weg. Du hältst mir sofort Gesicht, ne? Und ich bin da nicht da oben, ich bin hier unten. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt mal nach da. Einmal drehen die Kamera. Und gehen noch mal rum bis zum Anfang, weil wir haben immer noch das Futter. Wir haben zwar eben ein paar Enten gesehen, aber die waren am Schlafen, die hatten wirklich Hunger. Also suchen wir jetzt mal wie heißt das nochmal hier, die Ziegen und die Schafe und dann werden die mal gefüttert. Da war die schon. Ja, aber müssen wir zum Eingang wieder, dann müssen wir einmal um den See rum. Genau, wir müssen einmal um mit Seeleiden herum. Wollen wir das denn jetzt tun? Ja, wir tun's. Ja, müssen wir ja wohl, ne? Ich finde es aber auch gerade ein bisschen frisch und ich habe auch ein bisschen Hunger. Vielleicht wird das auch wieder ein Essensvlog, wer weiß. Nein. Okay, also nicht. Bibi ist nicht dabei. Ja, stimmt, geht ja mal gar nicht. Nee, dann werden wir noch so Interessantes sehen unterwegs, melden wir uns. Wo waren wir denn gerade? Ja, wir haben unterwegs gerade Zebras gesehen, dann haben wir, wie heißen die, Emus? Emus? Emus, Emuse. Emuse gesehen. Emuse. Dann sind hier gerade ein paar Enten an uns vorbeigezischt, ne, Gänse waren es. Was haben wir noch? Also Erdmännchen haben Erdmännchen. Wir gesehen. Chamäleons, ganz große. Chamäleons. Nein, das waren keine Chamäleons, das waren Trampeltiere. Was waren Trampeltiere? Trampeltiere, genau. Haben wir noch irgendwas gesehen, Timo, unterwegs? Hey, ja, so Kamele. Das waren Trampeltiere. Ja. So andere so Ziegenarten, Zebras haben wir gesehen. Ja, genau, der Timo hat ja eben noch Ziegen gefüttert. Das werdet ihr wahrscheinlich, oder habt ihr gerade eben schon gesehen, weiß ich nicht. Und... Ja, ich glaube, mehr haben wir jetzt gerade nicht erlebt, oder? In den letzten 5 Minuten. Aber es ist total spannend hier. Machen wir ein bisschen Freude. Ole, ole, super. Super Tiere. Ja, es ist schön. Juhu. Yeah. Mir ist kalt. Man sieht bieneförmig die Freude ins Gesicht geschrieben. Wir sind ja nicht so wie... Oh. Ich würde nicht hingehen, Timo. Bleib mal hier, nimm das Futter, tu das Futter wieder rein, nimm das Futter wieder rein. Was ist denn böse? Guck mal, was mit der abgeht. Irgendwas im Hals hängen oder so. Von die Tower-Ente. Ganz. So wie du manchmal. Das wirkt aber erst, wenn ich irgendwas im Hals hängen hat oder so. Machst du denn auch solche Sachen? Wenn ich irgendwas im Hals hängen hat. Ja, mach ich auch immer so. Schönes
Hühnchen, guck mal. Guck mal, sieht echt cool aus. Das ist für Karneval geschmückt. Aber es war gerade schon erst vorbei, Karneval. Tuck, tuck, tuck. Schatzi, wenn ich das so sehe, ne? Sollen wir gleich zu Kentucky? Ja. Oh ja, Kentucky. Oh, guck mal, da kriegst du aber nur zwei Hühnerschenkel raus aus dem hier. Guck mal, den grünen Arsch. Ich glaube, der ist mal operiert. So, jetzt sind wir bei Bibis Paradies. Genau. Ja, wir alles haben hier ganz viele kleine Tiere für die Bibi. Die können hier abgeholt werden von Bibi Bing. Genau. Zeig mal kurz. Ich müsste sie leider mal in 10 Minuten hier rausschmeißen. Oh. Das werden wir rausgeschmissen. Danach können sie wieder rein. Toll, Bibi, was machst du immer? Mensch, ja, jetzt sind wir gerade hier und wollten dir ein Tier mitbringen. Und was ist, Bibi, jetzt sind wir rausgeschmissen. Super. Ja, hier in Aachen im Tierpark gibt es auch einen Schnullerstrauch. Also eigentlich sind das Schnullerbäume. Und zwar hat es die, sag mal, Tradition, die Eigenschaft, die Schnuller der Kinder, die werden hier hingehangen, dass sie die nicht mehr brauchen. Also wie genau weiß ich jetzt auch nicht. Zum Entwöhnen, ne? Zum Entwöhnen, genau. Die werden, wenn die Kinder alt genug sind, genau. Und dann können die Kinder immer wieder nach hier sich ihren Schnuller angucken, dass der auch da ist. Aber es ist halt irgendwie zum Entwöhnen. Deswegen steht ja hier ein Schnuller. Aber. Weißt du es denn? Genau. Ja, deswegen. Zum Entwöhnen. Ja, zum Entwöhnen, ja. Das ist dann ein Ritual, genau so nennt man das. Ja, damit die nicht mehr in den Nuckel gehen, ne? Na, der muss hier an den Schnullerbaum. Aber wie die das machen, keine Ahnung. Toll. Hängt dein Schnullerbaum denn auch hier? Dein Schnuller auch am Baum? Nee, meiner ist hier nicht. Und wenn, dann wird er wahrscheinlich so aussehen oder so. Schon so halb zerfressen. So. Vielleicht kommen die Kinder auch manchmal wieder hier hin und nutschen dann da so drauf. Da ist ja der Spielplatz. So, ja, wir sind jetzt gerade mal hier im Streichelzoo. Da ist was zum Streicheln. Oh. Streichelzoo, ja, Schäfchen, Quatsch, Ziegen. Ziegen und so. Ja, Timo hat noch dreimal Futter, weil wir unser Futter nicht wollten. Ja. Hat jetzt dreimal Futter. Was ganz süß ist, hier hinten, das sind ganz kleine, da kommen wir aber nicht hin. Ganz kleine Junge, die hüpfen immer so ganz wild. Ja, hinkommen wir bestimmt, aber ich glaube nicht, dass wir dürfen. Dürfen dürfen wir nicht. Da ist er also. Guck da. Du. Hüpfen immer so toll. Toll. So süß. Weit mitnehmen. So süß. Aber wenn es größer wird, geben wir es wieder ab, ne? Ja, dann holen wir es neu. Dann tauschen wir es wieder ein. Genau. Könntest du uns ein kleineres geben, genau, bitte? Wir sollen uns gleich eins klauen. Ich kann mir hier noch eins rein tun. Hier, meine Tasche, da. Das funktioniert bei mir. Weil ich habe auch eine große Handtasche. Ja, das machen wir. So, ihr Lieben, wir sind durch. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Boah, ist ja viel los. Hier am Tiergehege, am Ziegenstall. Meine Güte. Ja, wir haben noch gerade entschlossen, dass wir noch irgendwo anders hinfahren. Ein altbekannter Treffpunkt der Fantamarina.
Ja, wir fahren jetzt noch zum Game State und nehmen euch mit, da wird halt auch noch ein paar kurze Aufnahmen vergeben. Ja, wir müssen die Kamera auch da testen. Genau, da testen wir die Kamera halt auch mal und ja, nehmen euch dann auch mit. Also verschwinden die Busse hier und sehen uns dann in Kerkrade wieder. Also, bis gleich. Da sind wir nun im Game State. Tada! Unsere Heimat. Ja, ich bin jetzt hier noch ein Gründchen und zeige euch noch ein paar Aufnahmen. Ihr wisst ja, wie es aussieht. Aber trotzdem, man kann nicht genug haben von dem ganzen Schuppen hier, ne? Man muss nicht ein bisschen anders mit der Kamera, ne? Ja. Ja, wir zeigen euch mal Impressionen und das, was wir heute hier so ein bisschen spielen. Und ja, ich hoffe, oder wir hoffen, ihr habt es gefallen, dann immer. Also, spielen, ja. Ich kann das nicht vor!
Sag mal, kannst du nicht warten? Kannst du nicht warten? Was soll das? Ich wusste nicht, dass ich das nicht schaffe. Du hast 1000 Tickets hier gewonnen. Das allererste Mal im Leben bei dem Ding. Wie hast du es gemacht? Was musstest du machen? Hast du jetzt mit einem Mal oder mit zweimal hintereinander gemacht? Ja, habe ich zweimal damit gespielt. Dann habe ich rot geschafft, habe 50 Punkte bekommen und hatte einen Bonus-Shot. Und mit dem Bonus-Shot habe ich einen nochmal. Punkte. Ja, geil, herzlichen Glückwunsch. Was hast du denn da? Wie? Zwei. Wow. Aber die gehen jetzt hier rein. Ich muss eine Karte. So, wir sind fertig hier im Gamefeld. Sabine hat einen großen Jackpot geholt an. Schicke Dizzy. Ja. 1000 Punkte. Hat sie noch nie bisher. Und ja, das war's hier vom Game. Und das war's auch hier aus dem Vlog, denn fertig. Genau, wir sind fertig mit der Welt. Ein neuer Vlog folgt mit anderen Themen natürlich. Und deswegen machen wir hier Schluss. Abonniert den Kanal, um kein Video mehr zu verpassen. Und auch die Videos nicht zu verpassen. Und schaut bei Facebook und Instagram vorbei, denn da gibt es Videos und Bilder von unseren Herzen. Du hast auch Skin umgehört, ne? Nee, ich hab einen Mann gegrabbelt. Und ja, genau, schaut da mal vorbei. Unter dem Namen Fanta Marina wieder zu finden, wie denn auch sonst. Und das war's, bis zum nächsten Mal. Tschüss.